Guten Morgen. Vorhin hat der Techniker bei mir die Batterien ausgewechselt. Dann dachte ich, wenn das mit dem Heiligen Geist auch so ginge, man kann einfach schnell die Batterie auswechseln und dann ist er da. Wie abhängig sind wir von ihm? Wir können ihn nicht herbeizwingen, nicht herbeibeten, aber im Glauben dürfen wir es nehmen. Er ist in unserer Mitte. Ja, ich muss ein Versprechen einlösen von meiner letzten Predigt. Vor einem Monat habe ich über die ideale Gemeinde gepredigt. Wir sind gestartet bei Apostelgeschichte 2 bis 4, wo die Gemeinde ideal war. So wunderschön. So wie ich mir eigentlich Gemeinde Jesu vorstelle. Und dann ging es abwärts. Und ich habe sechs, kann man das Licht ausmachen hier? Geht das? Ich habe vier klassische Konflikte genannt, die bereits in der Apostelgeschichte vorkommen. Das erste, die Unzufriedenheit mit der Gemeindeleitung. Also das ist keine Bestandesaufnahme für die Friedenskirche, was ich jetzt hier aufgeführt habe, sondern das ist Beobachtung in meinen 60 Jahren im Dienst für Jesus, wo es happern könnte. Unzufriedenheit mit der Gemeindeleitung, dann die Konservativen gegen die Progressiven. Ein Punkt, den ich oft in Seniorenkreisen höre. Wo sind denn die alten Lieder? Die sind einfach verschwunden. Und dann höre ich die Jugend, die sagt, wann kommen denn mal neue Lieder? Nur ein Beispiel. Das dritte, unterschiedliche Lehrauffassungen. Was ist denn nun biblisch und was nicht? Apostelgeschichte 15 ging es um die Beschneidung. Es gab Leute im Judentum, die zum Glauben an Jesus gekommen waren, die sagten, wenn jemand aus den Heiden zum Glauben kommt, muss er erst beschnitten werden. Also er muss gewissermaßen zuerst Jude werden, wenn er zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und das war ein heftiges Streiten damals. Das war das Dritte. Das Vierte waren dann die Rivalität zwischen zwei starken Leitern. Ich habe Ihnen versprochen, weil die Zeit nicht mehr reichte letztes Mal, darüber möchte ich noch einmal predigen. Es ging um zwei, da geht ein bisschen runter. So, vielleicht hält's. Hoffen wir es. Es ging um zwei Leiter, die nicht plötzlich miteinander nicht mehr auskamen. Ich lese den Text Apostelgeschichte 15, die letzten Verse dieses wichtigen Kapitels in der Apostelgeschichte. Nach einiger Zeit forderte Paulus Barnabas auf, lass uns noch einmal alle die Orte aufsuchen, in denen wir die rettende Botschaft verkündet haben, damit wir sehen, wie es unseren Brüdern und Schwestern dort geht. Barnabas war einverstanden, wollte aber Johannes Markus mitnehmen. Doch Paulus war dagegen, denn Johannes Markus hatte sie damals in Pamphylien im Stich gelassen und nicht weiter den Auftrag erfüllt, mit dem sie gemeinsam aufgebrochen waren. Die beiden stritten so heftig miteinander, dass sie sich schließlich trennten. Während Barnabas mit Markus nach Zypern hinüberfuhr, wählte Paulus als seinen Reisebegleiter Silas. Die Gemeinde vertraute ihn der Gnade Gottes an und so begann er seine Reise. Die zweite Missionsreise war das. Zunächst zog er durch Syrien sowie durch Zilizien und stärkte die Gemeinden dort im Glauben. Apostelgeschichte 15, die
die Verse 36 bis 41. Wir beginnen mit einem der Kontrahenten, Paulus gegen Barnabas. Ich habe bei starke Hände, ist gut so, weiter nicht. Danke. Ich habe bei der Herfahrt vom Bahnhof hierher gehört, dass es in der Gemeinde einen Barnabas gibt. Und ich predige nicht über diesen Mann in der Gemeinde, sondern ich predige höchstens zu diesem Mann in der Gemeinde. Es geht um den Barnabas hier in Apostelgeschichte 15. Ein ausgezeichnetes Vorbild für die damalige Gemeinde. Und ich habe mir überlegt, soll ich jetzt einen Quiz machen mit Ihnen? Ich möchte mal gerne wissen, wie hieß denn sein Name eigentlich? Er hieß nämlich gar nicht Barnabas ursprünglich. Er hieß Josef. Josef. Ich habe das alles aus der Apostelgeschichte, was ich hier jetzt erzähle. Barnabas war ein Übername und dieser Übername hatte mit seiner feinfühligen, liebevollen, mutmachenden Art zu tun. Darauf komme ich dann noch. Woher kam Barnabas? Auf dieser Insel waren sie vielleicht schon mal auf einer Ferienreise, Zypern. Er kam von Zypern und war ein Levit. Das hat mich überrascht, als ich das entdeckte. Leviten waren normalerweise in der Nähe von Jerusalem, die mussten den Dienst im Tempel, den praktischen Dienst tun. Aber alle, die zum Stamm Levi gehörten, waren Leviten, auch wenn sie jetzt nicht in Jerusalem Dienst hatten. Wer weiß, wie sein Verwandter hieß, der im Neuen Testament auftaucht? Das war für mich die große Überraschung. Er hatte einen Verwandten, einen Vetter, einen Cousin, der hieß Johannes Markus. Diese Person, die wird uns nochmal beschäftigen nachher. Der war der Ursprung des Streits von Barnabas und Paulus, ein Verwandter von ihm, ein Cousin. Sein Geheimnis haben wir bereits gesungen vorhin. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Deshalb konnte er so stark wirken für Jesus. Seine Gaben waren Brückenbauer, er war Mutmacher. Und wenn die Gemeinde einen Barnabas braucht, dann den. Einer, der die Brücken baut, die kaputt gegangen sind. Einer, der es noch einmal versucht, wenn etwas schiefgelaufen ist. Seine Schwächen, er war manchmal zu sanft, zu harmoniebedürftig. Ich habe hier Galater 2, 13 aufgeführt. Da war Petrus und andere von der Gemeinde in Antiochien beim Mittagessen. Und als sie zum Fenster rausschauten, dann sahen sie, da kommt eine Delegation von Jerusalem. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. In Jerusalem haben sie ein strenges Regime gehabt. Oft drückte das alte Judentum wieder hindurch bei der Gemeinde in Jerusalem. Als zum Beispiel Petrus bei den Heiden war und die zum Glauben geführt hat in Caesarea, da wurde ihm vorgeworfen, du bist zu den Heiden gegangen und hast mit ihnen gegessen. Das macht man nicht als rechter Jude. Und hier in Antiochien, da ist er mit den Heiden. Und da kommt die Delegation von Jerusalem. Petrus sieht die und nimmt seinen Teller, wo er gesessen hat mit den Heiden, und ging zum Tisch von der Juden. Und dann ist Paulus wütend geworden und hat den zurechtgestellt. Du bist ein Heuchler.
Entweder hast du deine Überzeugung und dann stehst du zu dieser Überzeugung, oder dann bist du einer, der immer hin und her flattert. Und dort kommt Barnabas noch einmal vor. Dann sagt er, und du hast auch Barnabas verführt, dass er heuchelte. Barnabas war sehr harmoniebedürftig. Ich komme nachher nochmal drauf. Wo ist Barnabas begraben worden? Weiß man in der Bibel nicht. Man weiß es aber aus der Geschichte, aus der Kirchengeschichte, in Zypern. Ich war mal in Zypern und habe die Spuren des Barnabas gesucht. Man findet die in Zypern in reichem Maß. In Zypern wird gesagt, dass er in großem Segen gewirkt hat, viele zum Glauben geführt, viele Gemeinden gegründet hat. Also er blieb ein Missionar, auch nach diesem Streit. Das müssen wir schon mal im Auge behalten. Barnabas hatte ein Auge für Verschwundene. Das gibt es in jeder Gemeinde. Menschen, die einmal dabei waren und plötzlich verschwunden sind. Ich bin überzeugt, Sie könnten mir jetzt problemlos Namen nennen. Ja, der war doch auch mal dabei. Wo ist der eigentlich? Oder dann wird gemurmelt, hast du schon gehört, warum der nicht mehr kommt? Das war Barnabas nicht. Zum Beispiel als Saulus, der spätere Paulus, sich bekehrte. Saulus hatte einen schwierigen Start mit den Christen, als er in Damaskus sein Evangelium zu den Juden bringen wollten, haben sie ihn abgelehnt. Und er musste fliehen. Er ging nach Jerusalem. Und was passiert in Jerusalem? Nicht nur die Juden hassen ihn, sondern auch die Christen. Die wollen nichts von ihm wissen. Die lassen die Tür zu, weil er gefährlich sein könnte, der könnte ein Spion sein. Vor einigen Jahren ist ein junger Mann, der sich als gläubig bezeichnete, hat sich zur Gemeinde gehalten, aber der war ein Spion. In Ägypten war das. Und als er in der Gemeinde heimisch war, hat er eines Tages, als man nicht mehr misstrauisch war, die Bombe gezündet und viele getötet. Das machte die koptischen Christen in Ägypten misstrauisch. Wenn ein Neuer kommt, dann sagt man nicht, Halleluja, endlich hat sich einer bekehrt, sondern man wartet zuerst mal ab, war das echt, diese Bekehrung? So etwas hat Paulus erlebt, oder Saulus damals noch, als er nach Jerusalem kam und bei den Christen Unterschlupf finden wollte. Interessant ist, dass dieser Barnabas es war, der ihn zu den Christen geführt hat, der ihnen erzählt hat, wie der wirklich zum Glauben gekommen ist, was alles in Damaskus passiert ist, und er führte ihn zu Jesus. Saulus musste dann fliehen aus Jerusalem, weil die Juden beschlossen hatten, ihn zu töten. Und die Gemeinde hat ihn unter dem Segen verabschiedet, er ging nach Tarsus und verschwindet etwa 5 bis 10 Jahre, wenn man die Texte miteinander vergleicht, 5 bis 10 Jahre von der Bildfläche. Das waren, ich interpretiere jetzt, sehr gefährliche Jahre. Wenn ein junger Christ keine Gemeinschaft hat, und wir hören nichts von einer Gemeinde in Tarsus, hören wir nicht in der Apostelgeschichte. Wenn ein junger Christ allein seinen Weg gehen will oder muss, dann wird es gefährlich. Nochmals zu Barnabas. In Apostelgeschichte 11 lesen wir, Barnabas ging nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Dem Barnabas ist ein Mann in den Sinn gekommen, der vor Jahren doch mal in Jerusalem war, wie hieß der schon? Ach, und woher stammte der? Ihm kam dieser Saulus in den Sinn und er ging nach Tarsus,
ihn zu suchen. Ich habe hier eine modernere Übersetzung. Dort ist es falsch übersetzt. Er ging nach Tarsus, um Saulus zu besuchen. Das ist falsch. Barnabas musste in Tarsus suchen, bis er diesen jungen Christen fand. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Antiochia, ich weiß nicht, ob sie schon mal in der Türkei war, ist in der heutigen Türkei. Antakya heißt das, die Stadt heute. Die war bei dem großen Erdbeben vor ein paar Monaten schwer betroffen, Antakya. Ich war mal da und habe auch die erste Kirche besucht, die damals gebaut wurde in Antiochia. Das war eigentlich ein ideales Übungsfeld für Pioniere. Jerusalem war die Basis für die Judenchristen. Antiochia wurde zur Basis für die Christen aus anderen Völkern. Es waren nicht die ersten Heiden, die zum Glauben kamen in Antiochia. Die ersten Heiden, kamen durch Philippus, den Kämmerer von Äthiopien, und durch Cornelius und seine Familie in Caesarea. Das waren die ersten Heiden, die zum Glauben kamen. Aber die erste christliche Gemeinde, die stand in Antiochia. Und in Antiochia wurden die Menschen, die zum ersten Mal Christen genannt, heißt es in der Apostelgeschichte. Die Christen, das war ursprünglich ein Übername. Weil sie dauernd von Christus sagten, hat man ihnen einen Namen gegeben. Das sind die Christlichen oder die Christen. Das war in Antiochia. Antiochia wurde der Ausgangspunkt für die erste Missionsreise. Der Heilige Geist sprach zu Barnabas und Saulus, sie sollen jetzt aufbrechen und missionieren in neuen Gebieten. Und sie gingen von Antiochia nach Zypern. Das heutige Salamis heißt, das damalige Salamis, wo sie gelandet sind in Zypern, heißt heute Famagusta. Von Salamis sind nur noch einige wenige Ruinen. In der Nähe von Salamis steht ein Barnabas-Kloster. Auf das komme ich dann nachher noch. Ausgangspunkt einer Missionsreise. Und es waren erfolgreiche Missionsversuche. Sie haben gemerkt, wenn wir das Evangelium predigen, dann hören die Leute tatsächlich zu. Es kommen sogar Leute zum Glauben. Das war eine ganz wichtige Erfahrung. Man muss sich das vorstellen. Wir gehen davon aus, viele sind Christen, und wenn man von Jesus Christus hört oder redet, dann nachher weiß man normalerweise, was man meint. Sie kamen in ein völlig null Gebiet, wo der Name von Jesus Christus überhaupt nicht bekannt war. Und sie erzählten von Jesus, wie der gelebt hat, wie der für uns gestorben ist, wie er auferstanden ist und wie er in den Himmel zurückgekehrt ist. Und die Leute sagten, den wollen wir kennenlernen. Wo ist er denn jetzt? So haben sie evangelisiert und tatsächlich kamen Menschen zum Glauben. Und Gott bestätigte ihren Dienst, indem er Zeichen und Wunder tat. Paulus konnte sogar einen Eutychus, einen Gestorbenen, wieder auferwecken. Er konnte einen Gelähmten heilen. Er konnte Wunder tun. Alles als Bestätigung Gottes, das sind meine Boten. Und neue Gemeinden entstehen. Wunderschönes Team, das da zusammen den Dienst hat. Und jetzt kommen wir zu unserer Geschichte. Der Grund für den Konflikt, der wurde in der ersten Missionsreise gelegt, ohne dass man gemerkt hat, was da für Verschiebungen im Gange sind.
Zum Beispiel der Johannes Markus, der Vetter oder Cousin von Barnabas. Der reiste mit auf der ersten Missionsreise, ging mit Barnabas und Saulus, der dann in Zypern den Namen wechselte. Von Zypern an hieß er nicht mehr Saulus, sondern Paulus. Die gingen durch die ganze Insel Zypern und nahmen diesen Johannes Markus mit. Von Zypern zogen sie nordwärts mit dem Schiff nach Paphos, eine der best ausgegrabenen Städten in der Türkei, heute noch. Hinter Perge geht ein steiles Gebirge, das Taurusgebirge. Nicht Taunus, das ist in Deutschland, Taurusgebirge, geht auf eine Hochebene. Und als Johannes Markus dieses Gebirge sah, dann sagt er, ohne mich, ich gehe nach Hause. Das klingt jetzt harmlos. Der wollte einfach nicht mehr und fand, ich gehe wieder nach Jerusalem. Dort hat er gewohnt. Er war der Auslöser des Konflikts von Paulus und Barnabas. Und der zweite Grund in der ersten Missionsreise war ein Wechsel in der Leitung. Wenn man Apostelgeschichte 14 und 15 genauer liest, dann stellt man fest, dass zuerst es immer hieß, Barnabas und Saulus oder Barnabas und Paulus. Wenn man weiterliest, dann wechselt das Ganze. Dann heißt es plötzlich anders. Dann heißt es Paulus und Barnabas. Das tönt harmlos, aber in der damaligen Zeit wurde der Wichtigste immer zuerst genannt. Man merkt das auch bei Aquila und Priscilla, einem Ehepaar in der Apostelgeschichte. Da hieß es zuerst immer Aquila und Priscilla. Und in der zweiten Hälfte hieß es Priscilla und Aquila. Anscheinend war die Priscilla die Führende. So auch bei Paulus und Barnabas. Plötzlich ist der Lehrling zum Führenden aufgestiegen. In Lystra, da haben die Heiden den beiden römische Namen gegeben. Barnabas sagten sie Zeus und dem Paulus sagten sie Hermes, das ist der Götterbote. Saulus war der Chef, damals noch in Lystra, und Paulus war der Redende. Scheinbar hat er besser gesprochen, geredet als Barnabas. Aber gegen Schluss war Paulus der Führende. Das wollen wir genauer noch untersuchen. Es ist unser Text hier das abrupte Ende eines Dreamteams. Also Paulus und Barnabas, besser kann man es eigentlich nicht haben. Paulus, der ein Draufgänger war, und Barnabas, der Verbindende war. Und in einer Gemeinde braucht es beide Arten von Leitern. Es braucht solche, die wissen, wie es lang geht, und andere, die Verbindung schaffen zwischen den einzelnen Leuten in der Gemeinde. Wunderbar. Ausgerechnet diese beiden, ausgerechnet Paulus und Barnabas, geraten aneinander. Ausgerechnet wegen einem jungen Mitarbeiter. Es heißt hier, der Barnabas hat den Vorschlag gemacht, als Paulus wieder gehen wollte zur nächsten Missionsreise, nehmen wir doch Johannes Markus nochmal mit. Und dann ist Paulus aufgefahren. Wen sagst du? Den nehme ich nicht mehr mit. Der hat uns in einer entscheidenden Situation im Stich gelassen. Den will ich nicht mehr. Und Barnabas mit seinem weichen Herzen sagt doch, lass doch nochmal ihm eine Chance geben. Es sind letztlich zwei pädagogische Konzepte, die nicht zusammenpassen. Der eine sagt, zuerst beweisen, dann darf er mitarbeiten. Der andere sagt, lass ihn doch mal mitlaufen, er wird es schon noch lernen. Diese beiden Konzepte, die gingen nicht auf.
zwei Persönlichkeiten, zwei Denkmuster. Und wir wollen der Frage nachgehen, war jetzt das nur ein Blackout, dass sie im Moment einfach nicht sich beherrschen konnten, oder war das vielleicht sogar göttliche Planung? Und jetzt wird es schwierig. Jetzt wird es schwierig. Manchmal ist eine Trennung besser als Zusammenbleiben. Jetzt muss ich zuerst etwas warnen. Ich rede jetzt nicht von der Ehe. Dass mir niemand nachher den Vorwurf macht, ja, der Albi jetzt hat gesagt, man kann ruhig auseinandergehen. Für die Ehe gelten im Neuen Testament oder auch im Alten, gelten andere Regeln. Meine Frau und ich, als wir geheiratet haben, 1970, da haben wir gesagt, die Frage, ob wir zusammenpassen, die wird ab jetzt, ab der Trauung, nie mehr gestellt. Dieser Satz, der hat uns oft, oft geholfen. Sobald man anfängt zu überlegen, war es richtig, habe ich mich nicht getäuscht, sollten wir vielleicht besser auseinandergehen, dann wird es gefährlich. Wir sollten mit so einem Gedanken nicht spielen. Hier geht es nicht um die Ehe bei Paulus und Barnabas, sondern es geht um ein Dienstverhältnis. Das ist ein Unterschied. Wenn eine Zusammenarbeit zu viel Kraft fordert, dann sollten wir sie lösen. In unserer letzten Gemeinde, die ich geleitet habe, habe es glaube ich schon mal erwähnt, hatten wir einen Missbrauchsvorwurf innerhalb der Gemeinde. Jemand hat einen anderen aus der Gemeinde bei der Polizei angezeigt, er hätte seinen Sohn missbraucht, sexuell. Wenn so etwas passiert, hat man sofort zwei Lager. Die einen glauben dem, die anderen dem. Ich als nicht direkt Betroffener, aber als Hauptpastor der Gemeinde, musste schauen, dass die Gemeinde zusammenbleibt. Wir haben 40 Jugendliche durch diesen Konflikt verloren. Die sind gegangen. Die haben mir vorgeworfen, du bist ja nicht mal in der Lage, eine Gemeinde zu leiten. Ich bin mit dem Jugendpastor, der das andere Lager vertrat als ich, auseinandergekommen. Wir haben uns zerstritten und ich habe gedacht, ich glaube, ich gehe. Ich schaff's nicht mehr. Dann sagt der Präsident, bei Ihnen sagt man, glaube ich, Vorsitzender, oder? Der Gemeindeleitung, der sagte, ihr seid doch beide Prediger und ihr predigt die Versöhnung. Ich erwarte von euch, dass ihr euch versöhnt und weiterarbeitet. Dann kam mir diese Geschichte in den Sinn. Es gibt Situationen, die brauchen zu viel Kraft, um sie beieinander zu halten. Wir haben uns versöhnt, der Jugendpastor und ich. Wir sind zusammengesessen, haben ausgetauscht, haben unsere Standpunkte noch einmal gesagt. Dann haben wir zusammen gebetet und einander Vergebung zugesprochen. Aber ich war mir bewusst, es geht nicht mehr, auf diese Art weiterzuarbeiten. Wir haben uns getrennt. Er hat eine neue Gemeinde gegründet und ich habe die alte Gemeinde, alt in Anführungsstrichen, wieder auf grüne Weiden leiten dürfen. Ich habe die Frage, wie steht es denn mit der Versöhnung, an diesen Text herangetragen und keine Versöhnung gefunden. Das hat mich überrascht. Das heißt nicht, sie versöhnten sich, gingen dann getrennte Wege. Sie gingen einfach auseinander. Ich kann mir
von meinem theologischen Denken das fast nicht vorstellen, dass das möglich ist, auseinanderzugehen, ohne sich zu versöhnen. Vielleicht haben sie sich versöhnt und es ist hier nicht aufgeschrieben. Weiß es nicht. Sie haben sich getrennt. Unten ist Antiochia. Barnabas ging nach Zypern, wo er zu Hause war früher, wo er nachher gewirkt hat. Und Paulus ging in den Norden. Die zweite Missionsreise führte ihn schlussendlich nach Europa, nach Philippi, Thessalonich, Athen, Korinth. Das war die zweite Missionsreise des Paulus. Interessant ist, dass Barnabas nachher völlig von der Bildfläche verschwindet. Das hat mich stutzig gemacht. Ich kam auf eine Idee. Sie können sagen, der hat sie erfunden, aber ich sage es jetzt halt doch mal. Das übrigens ist das Barnabas-Kloster in der Nähe von Salamis, dem heutigen Famagusta. Da wird viel vom Wirken des Barnabas in Zypern berichtet. Ich will etwas anderes. Paulus hatte einen Schriftsteller als Begleiter. Das ist der Unterschied zwischen Barnabas und Paulus. Paulus hatte einen Schriftsteller, Lukas, den Arzt. Der ist mit ihm zum Teil mitgegangen. Immer wenn in der Apostelgeschichte das Wort wir auftaucht, dann war Lukas dabei. Deshalb weiß man, dass erst auf der zweiten Missionsreise, und zwar erst in Troas, Lukas dabei war. Also er hat diesen Konflikt nicht miterlebt. Mit anderen Worten ist dieser Konflikt, wie wir ihn hier haben, die Version des Paulus. Er hat ihm so erzählt. Hätten wir Barnabas fragen können, der hätte es uns vielleicht anders gesagt. Ich denke manchmal bei Ehekonflikten, wo ich versuche zu vermitteln, da habe ich zuerst mal den Mann kommen lassen, der hat mir seine Version erzählt. Dann habe ich die Frau mal kommen lassen und das tönte ganz anders. Ja, wer hat jetzt recht? Ich sage immer beide. Er hat es so erlebt und die Frau hat es so erlebt. Man darf nicht sagen, die hat gelogen oder er hat gelogen und das andere ist die Wahrheit. Menschliche Beziehungen, die sind sehr heikel und deshalb müssen wir ernst nehmen, wenn man das so erzählt. Paulus hatte einen Schriftsteller als Begleiter. Interessant ist, dass Paulus sich später korrigieren ließ in Sachen Johannes Markus. Man würde meinen, nach diesem Konflikt, den Markus musste mir nie mehr vorbeischicken. Für mich ist er erledigt. Das war nicht der Fall. Wir lesen in 2. Timotheus 4, Vers 11. Lukas ist allein bei mir, Markus nimm zu dir und bringe ihn mit, denn er könnte mir hier viel helfen. Er wünscht sich den Markus, den Johannes Markus, er hatte zwei Namen, als Mitarbeiter. Oder im Philemonbrief, dem kurzen, herzliche Grüße auch von meinem Mitarbeiter Markus. Also er hat ihn als Mitarbeiter wieder aufgenommen. So, jetzt den Schluss. Was lernen wir für uns aus dieser Geschichte? Ich habe mir nochmals diese Woche stark überlegt, darf ich darüber predigen? Wie entlasse ich die Gemeinde? Alle sind frustriert. Wir lernen für uns, dass jedes Vorbild, Betonung auf jedes Vorbild, uns irgendwann enttäuschen wird. Vielleicht darf ich nochmal den Vergleich zur Ehe nehmen, wenn ich an unsere ersten paar Monate denke, von unserer Ehe, oh, das war der Himmel auf Erden. Bis es zum ersten Konflikt kam.
dann war es schon nicht mehr so schön. Jetzt sind wir 53 Jahre verheiratet. Wir haben einen wunderschönen Ruhestand. Also wenn es mal klopft, wir sagen auf Schweizerdeutsch, wenn es mal klopft, das heißt nicht, jetzt ist vorbei, sondern wir versuchen es. Wir versuchen es nochmals in der Ehe. Also, jedes Vorbild wird Sie einmal enttäuschen. Das gilt für irgendjemanden, den Sie vielleicht sehr geschätzt haben, der für Sie ein Vorbild war in der Gemeinde, wie der seinen Glauben gelebt hat. Irgendwann macht er auch einen Fehler. Bei mir sind Freundschaften in Brüche gegangen, die ich nicht mehr kitten konnte, obwohl ich es versucht habe. Das Zweite, wir sollen uns nie an Menschen binden. Das betrifft jetzt wieder die Dienstverhältnisse. Nie an Menschen binden. Es sei denn eben die Ehe. Ehe sollen wir uns ein Leben lang binden. Wir sprechen das ja auch und meinen es sicher ehrlich bei der Trauung. Die Ehe ist die einzige lebenslange Verbindung, die Gott von uns erwartet. Und deshalb gibt er uns ja auch den Heiligen Geist, dass wir Liebe schenken können, die wir gar nicht selber haben. Das Letzte, das ist mir aufgefallen bei diesen beiden da, Paulus und Barnabas. Gott lässt sich durch unser Versagen nicht von seinen Plänen abbringen. Und das hat mich dann wieder gewiss gemacht, darüber muss ich predigen. Er macht mit uns oder, wenn wir nicht mehr wollen, auch ohne uns sein Werk. Ich kann mich natürlich verweigern. Ich kann sagen, ich bin jetzt so enttäuscht über dich oder ich bin jetzt so enttäuscht über mich, dass ich den Bettel hinwerfe. Gott sagt mir, falls jemand in dieser Situation steht und jetzt hier in unserer Mitte ist, dann nehmen Sie dieses Wort ganz persönlich. Ich habe zu viel für dich aufgewendet, als dass ich dich aufgeben würde. Ich habe mein Liebstes gegeben für dich. Ich habe meinen Sohn gegeben, obwohl ich wusste, es wird ihn das Leben kosten. Ich lasse dich nie, nie fallen. Diese Sätze müssen Sie mitnehmen. Die dunklen Stunden des Lebens, die jeder und jede mal durchmachen muss. Gott hat natürlich seine Bedingungen für die Mitarbeiter. Dass ich zurückkehre mit meiner Schuld und ihn um Verzeihung bitte. Das ist die einzige Bedingung. Dann bekomme ich nicht nur Vergebung, sondern einen neuen Auftrag. Denken wir doch an Petrus. Dreimal behauptet, ich kenne Jesus nicht. Was macht er mit ihm? Er stellt ihm nur dreimal eine Frage. Hast du mich lieb? Dann sagt Jesus nicht, ist alles in Ordnung, es geht weiter, sondern er gibt ihm den Auftrag, weide meine Schafe. Das ist die einzige Bedingung, dass ich Jesus sage, ja, ich habe dich lieb. Ich kann mir mein Leben ohne dich nicht vorstellen. Hilf du mir. Er macht es. Ich stehe als lebendiges Zeugnis hier vorne. Was hat er mit mir Mühe gehabt? Und er hat mich nie fallen gelassen. Für mich ein Riesengeschenk. Das ist Gnade. Bete.
Jesus, du hast dich hingegeben in die Hände von Menschen, Menschen, die vorgesagt haben, sie würden an Gott glauben und dann dich doch ausgeliefert haben. Du wurdest in die Hände der Heiden gegeben, obwohl dreimal deine Unschuld festgestellt wurde, an dich gekreuzigt. Jesus, und wir danken dir von ganzem Herzen. Danke, dass du auch uns gemeint hast, die wir heute Morgen hier in diesem Saal drin sitzen. Dass du niemanden ausschließt, der zu dir kommt. Wir kommen zu dir als ertappte Sünder, als Menschen, die Fehler machen. Du vergibst. Dafür danken wir dir. Hilf uns, das Leben so zu gestalten, wie du es willst.